Du bist dran, Obelix. Asterix, ich habe das Gefühl, mein Hinkelstein sagt mir etwas ins Ohr. Ich dachte, du wärst hier der Hinkelsteinflüsterer, Obelix. Ich meine es ernst, Asterix. Okay, und was sagt er, dein Hinkelstein? Er sagt, ich soll aufpassen. Na gut, da bin ich einmal seiner Meinung. Caesar! Julius! Willkommen, Gallier. Habt ihr ein Geschenk für mich? Vielleicht eine Überraschung? Diesmal nicht, Julius. Gut, na dann lasse ich euch mal euer Wiedersehen feiern. Ich muss die Gärten... Eternum vale, Gallier. Wir suchen Edda Heimdallier und wir wissen, dass du sie hier in deinem Palast festhältst. Ich habe sie gefangen genommen, damit sich ihr Volk schneller unterwirft. Thule befindet sich nun unter meiner Herrschaft. Cives pacem parabellum, wie ich immer zu sagen pflege. Ich habe euch nicht näher kommen lassen, um sie euch auszuhändigen, sondern um diesen Snaefell. Schnuffel, Schnaffel, ne, gebt mir diesen magischen Stein. Hörst du, Asterix? Er weiß nicht mal, dass das ein Kristallhinkelstein ist. Ruhe! Ich habe mir schon vorstellen können, welche Kraft von diesem Hinkelstein ausgeht. Macht euch keine Sorgen, ich werde ihn gut nutzen. Du wirst verstehen, Julius, dass wir dir nicht etwas geben können, was uns gar nicht gehört. Dieser Felsen gehört Edda. Ihr denkt, ihr wärt besonders clever, Gallier. In diesem Fall machen wir weiter. Alia jacta est. Thank you.
Diesmal entkommt ihr mir nicht, Gallia! Obelix, diese Zange will den Hinkelstein an sich reißen! Obelix, der Hinkelstein! Zu spät! Gut gemacht, Marcus Ecus. Du hast eine kleine Reise nach Gallien verdient. Nach Gallien? Wie das, ehrenwerter Cäsar? Du wirst mich und meine Armee nach Amorica begleiten. Dies ist deine letzte Mission, bevor du dich in Rom niederlassen kannst. Dank des Kristallhinkelsteins werden wir den Zaubertrank ihres Druiden zu Eis erstarren lassen. Dann schnappen wir uns die Waffen dieser verteufelten Gallier und legen dieses Dorf in Schutt und Asche. Ganz Gallien wäre somit besetzt. Ganz Gallien, Cäsar? Und was machen wir mit den beiden hier? Sperrt sie ein zusammen mit der, die sie retten wollten. Danke. Dank dir, Idefix, sind wir frei. Endlich frei. Übertreib mal nicht, Obelix. Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Da oben! Sie dürfen nicht entkommen! Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Ich habe nicht mehr genug Energie dafür. Yeah.
Edda? Seid ihr es? Edda? Ja, ich bin es. Aber wer seid ihr, Gallia? Ich bin Asterix und das ist mein Freund Obelix. Miraculix schickt uns, um euch zu befreien. Miraculix, ihr habt also meinen Brief bekommen. Sagt schnell, der Snæfell Helga Jökull ist noch in Sicherheit, nicht wahr? Sollen wir ihr sagen, Asterix, dass wir ihn jetzt Kristallhinkelstein nennen? Leider befindet sich der heilige Felsen mittlerweile in den Händen Cäsars und er wird ihn gegen unser Dorf verwenden. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Findet schnell einen Weg, um mich zu befreien. Nur Mut, stolze Krieger von Vercingetorix! Vielen Dank, Gallia. Die Zeit drängt, Edda. Cäsars Flotte ist schon unterwegs. Aber wir haben das Boot von Epidemais nicht mehr. Lasst uns schnell zum Hafen von Ostia gehen. Es gibt sicher ein Boot, mit dem wir direkt nach Gallien fahren können. So begaben sich unsere Helden also zum Hafen von Ostia. Nachdem sie dort ein verlassenes Ruderboot gefunden hatten, nahmen sie Kurs auf Gallien. Bei dieser Fahrt hatten sie das Vergnügen, alten Bekannten zu begegnen. Einer Mannschaft vergnügter Seeräuber. Mysteriöserweise ging das funkelnde Piratenschiff direkt nach diesem kurzen Wiedersehen unter. Bald schon kam die Küste Armorikas in Sicht. Schau mal, da ist Trubadix, unser Barde. Juhu! Trubadix, wir sind hier! Die Römer! Da sind unzählige Römer auf der anderen Seite des Dorfes! Ich hoffe, Miraculix hat allen eine ordentliche Portion Zaubertrank gegeben. Miraculix ist zu Eis erstarrt. Die Römer haben einen Kran, mit dem sie den Kristallhinkelstein manipulieren und alles auf ihrem Weg zerstören. Armer Miraculix. Sie haben auch die Vorräte des Zaubertranks verbrannt und all unsere Waffen wurden wie von Magie aus dem Dorf entfernt. Es scheint, als würden sie für einen endgültigen Sieg auf Verstärkung warten. Weißt du, wo Cäsar ist, Trubadix? Er beobachtet das alles aus der Ferne und scheint sichtbar erfreut zu sein. Das Dorf ist erobert, Asterix. Wir müssen wohl kapitulieren. Nein, wir werden bis zum Ende kämpfen. Komm, Obelix. Es wird Zeit, den Römern zu zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Mit den Römern werde ich abrechnen. Und ich werde versuchen, meinen armen Miraculix aufzutauen. Jetzt, wo wir alleine sind, Cäsar, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und sie ist ganz frisch. Bei Jupiter, Ekus, was hast du vor? Ich werde Cäsar anstelle von Cäsar werden! Verräter, Eidbrecher! Vidi, vidi, vici! Was für ein schöner Tag, um sich an Cäsar und an diesem verfluchten gallischen Dorf zu rächen! Ich bin der neue Cäsar und dank mir ist Gallien endlich besiegt! Hast du nicht ein kleines Detail vergessen, Markus? Asterix, Obelix, was macht ihr denn hier? Wir haben das Dorf befreit. Und gesehen, wie du Julius in eine Eisstatue verwandelt hast. Der spinnt doch, dieser Cäsar Ekus. Alarm! Die Gallier haben den göttlichen Cäsar zu Eis erstarren lassen! Legionäre zum Angriff! Er hat meinen Hinkelstein, Asterix.